wird eine gesetzliche Unfallrente an eine Erwerbsminderungsrente angerechnet. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Eine Schnellfrage, die uns erreichte, und zwar: Ich beziehe eine gesetzliche Unfallrente wegen den Folgen eines Arbeitsunfalls und ich bin auf einem Auge zu 40% geschädigt. Nunmehr kann ich krankheitsbedingt aus anderen Gründen nicht mehr arbeiten. Ich habe eine EM-Rente beantragt. Ein Berufskollege sagte mir, dass meine Unfallrente an die Erwerbsminderungsrente, wenn ich sie denn bekomme, auch angerechnet wird. Stimmt das? Eines vorab, bevor ich die Frage beantworte. Diese Frage hat nichts mit der Anrechnung von Hinzuverdienst auf die Erwerbsminderungsrente zu tun. Das ist eine völlig andere Frage. Und jetzt meine Antwort. Ja und nein. Ich fange mal an mit dem Ja. Gesetzliche Unfallrenten können grundsätzlich an Erwerbsminderungsrenten angerechnet werden. Sie haben es schon gehört, das Wort heißt können. Geregelt ist das in § 93 SGB 6. Diese Vorschrift regelt das Zusammentreffen von Renten und Leistungen aus einer gesetzlichen Unfallversicherung. Trifft eine Rente aus eigener Versicherung mit einer gesetzlichen Unfallrente zusammen, kann es also dazu kommen, dass die gesetzliche Rente zum Teil nicht geleistet wird. Im Volksmund sagen wir, die BG-Rente, die gesetzliche Unfallrente, wird an die EM-Rente angerechnet. Und eine Rente aus eigener Versicherung ist neben der Altersrente auch eine Rente wegen Erwerbsminderung. Das zum Frageteil oder zum Antwortteil ja. Nein, es gibt keine Anrechnung, weil im konkreten Fall möglicherweise bei der Berechnung des sogenannten Grenzbetrages gar keine Anrechnung erfolgt. Das heißt also, wenn alles gut läuft, er anrechnungsfrei seine volle Unfallrente und seine volle Erwerbsminderungsrente nebenbei beziehen kann. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.